Die sind nach dem Quatscher los. Die sind vorne ein bisschen dünner gepolstert für den gegnerischen Kopf und für die eigene Hand. Also schmerzhafter. Aber nach BDB, dem Verband der deutschen Berufsboxer, eben verboten. Da wurde es dann mal ganz kurz ziemlich hektisch gestern. Als mit dem Felix Sturm sich einschaltete und sagte, ihm sei es vollkommen egal, mit welchen Handschuhen er uns hier auflaufen würde. Hat das dann auch der BDB abgenickt und so kann der Kampf stattfinden. Ein guter Sturmkampf ist hier. Die Daumen wieder typisch. Die rechte liegt am Kinn. Die linke kommt irgendwie von unten. Das ist insofern sinnhaft oder kann insofern sinnhaft sein, als das Sturm sie möglicherweise nicht kommen sieht. Aber sonst setzt sie noch zu wenig ein. Zweimal die linke zum Kopf. Versuch eines Auflasshakens. Und auf die Deckung. Vorne das. Vater Thomas ist in der Ecke kurz. Ist nicht zufrieden. Der boxerischen Hall of Fame. Der Kerl mit fünf verschiedenen Klassen Weltmeister. Springt auf die Deckung, dann kommt wieder die Linke. Vielleicht die beste Führhand. Gebietsklasse kommt zweimal. Absolute Volltreffer und dann fliegt er uns vorbei. Und dann macht das mit den dünneren Handschuhen so recht keinen Sinn. Mit den Puncher Gloves, wenn dann noch gepuncht wird. Schon unerhört variabel. Wieder zwei, dreimal zum Körper. Da muss man uns sacken lassen und ist im Kopf komplett offen. Frau Jasminsch, also Jasminsch Sturm, die das nach dem Rennsort noch fehlte, weil Sohn Mahir erkrankt war. Der liegt nebenan und schnuppelt im Hotelzimmer auf die zweite Runde eine Sturmrunde. Und dann mit der rechten vollendet zum Finale Furioso. 48 Sekunden in der siebten Runde. Zweite Niederlage von Ronald Hearns. Der Mann steht mittlerweile wieder und es geht ihm gut. Und da ist dann Weihnachten und Heimatmelodie und tschüss. So, ab